Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars. Wir haben heute die nächste Episode vor uns und wir, jetzt muss ich erstmal hier wieder rauskommen, sind jetzt hier und wollen das Elixier vorbereiten. Wir haben in der letzten Folge zum einen die Karte erkundet, die werden wir heute zu Ende erkunden. Und zwar werden wir wahrscheinlich heute relativ zeitnah schon hier in dieses Gebiet reinkommen. Da kann man aber nur mit rein, wenn man ein Elixier hergestellt hat, was einen, ja, beschützt, sage ich jetzt mal. Wäre Quagan sicher schon tot, wenn ihr böse wärt. Also, so cool. Müssen wir hier einfach reingehen? Nee, ich meine, das war doch hier hinten, ne? War doch das richtig heiße Wasser, wo wir das Elixier brauen müssen. Ne? Aufgeladen. Die Temperatur testen. Ich habe alles, was ich brauche, dann mal los. Brauen wir ein Elixier. Boah, wenn das hier bloß genau. Nicht so stinken würde. Wir haben jetzt Kältebeständigkeit für 16 Nur Stunden. Den Kampf mit Eisbrot und Svanja als viel bezeichnet. Ach so, ganz normaler Arbeitstag also, Tja, ich wollte wissen, ob ihr schon einen veränderten Diener gefunden habt. Was ich so sehe, ist normal, aber ich bin da an etwas dran. Muss bloß noch dahin kommen, wo es ist. Wäre ich ein Genie, das Vermutung anstellt, was ich ja bin, würde ich mal sagen, Primordus hat noch mehr Energie von Mordremos aufgesaugt. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht spielt die Nähe eine Rolle und weil Jormag so weit weg ist, hat er nicht so viel Mordisaft abgekriegt. Klingt sinnvoll. Das würde erklären, warum ich noch keine Veränderten sehe. Aber ich suche weiter. Genau. Versucht aber nicht dabei draufzugehen, ja? Unsere kleinen Gespräche würden mir fehlen. Tschüssi, Ende Gelände. Ende Gelände. Okay, das haben wir geschafft. Perfekt. Ich würde sagen, wir erkunden auf jeden Fall jetzt die Karte zu Ende. Wir haben das Elixier jetzt hergestellt. Heißt, wir können uns in dieses Gebiet wagen, wo wir eh hin müssen. Ja, mega perfekt. Ja, mega. Und das Coole ist, diese Karte, das ist so cool gemacht. Du hast hier richtige Wege, wo du hier auf den Felsen rumklettern kannst. Das ist mega cool gemacht. Hier siehst du, hier ist schon eine Treppe. Heißt, du kannst ganz, ganz weit hinaus, hast diese Thermorohre, wo du dann durchflitzen kannst. Und ja, ich freue mich sehr auf diesen Part. Ich hoffe, der letzte Part hat dir auch gefallen. Vielleicht hast du sie sogar mittlerweile Plüschhart selbst runtergeladen. Machst deine täglichen Runden damit und erkundest die Karte. Und es gibt auch einige Sammlungen, auch gerade Sprungrätsel sind mit drin und das hat mir damals sehr, sehr geholfen, muss ich sagen, da hin und wieder was mir da zu markieren und das zu machen. Vor allem, du hast genau den Weg drauf, das ist richtig, richtig cool gemacht. So. Okay, schlagt euch mitten ins Herz der bitteren Kälte durch. Genau, wenn man hier jetzt ohne dieses Elixier reingeht, dann dauert es keine Sekunde und man liegt, ja, platt tot, so wie der da oben leider. Der hat dieses Elixier nicht. Außer der ist von den Dingern umgebracht worden. Ich weiß es nicht. Aber er ist, glaube ich, weggeflogen. Ich versuche jetzt mal hier gerade mit der Himmelsschuppe das kaputt zu machen. Aber wo müssen wir denn hin? Nach oben. Ah, da oben drauf müssen wir hin. Okay. Da müssen wir hin. Was ist das? Interagiert. Findet heraus, wie ihr den Wasserfall zum Schmelzen bringen könnt. Das ist ja cool. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Karte erkundet. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir hier reinkommen. Und wir haben eine Geschichte. Genau. Wenn man hier weitergeht, hat man hier rechts eine eingefrorene Truhe. Und wenn man dieses Elixier hat und sich eine dieser Fackeln mitnimmt. Ah ne, das ist die andere Plattform, ne? Das ist nicht hier. Moment, ich gucke, ob ich sie schnell finde, um euch zeigen zu können. Also wir haben zumindest hier einen Taucherbrillenerfolg, genauso wie hier unten der. Zwei Stück. Und wir haben hier irgendwo eine Höhle, wo man Schneeleoparden retten kann. Und da habe ich ein Video zu gemacht. Findest du in meinen Videoguides in der Playlist, den du dir dann für die Heimatinstanz holen kannst. Das ist voll zuckersüß gemacht. Und der flitzt dann immer um dich rum, wenn du, ja, in die Heimatinstanz kommst, deine Ressourcen rausholst, abbaust. So, wir gehen aber jetzt in die bittere Kälte
Und ich hoffe, wir kriegen das hin als Ele. Wir holen uns erstmal Unterstützung. Aufgeladen. Und legen dann los. Ui, das sind die nächsten schon. Aber ich denke, wenn wir gut die Elemente wechseln, dann haben wir das. Okay, das hat schon mal geklappt. Okay, wir haben hier hinten irgendein komisches, grünes, leuchtendes Vieh und jagt die abscheuliche Scheulichkeit Jormax. Okay. Ich weiß nicht, ob diese komischen Würmer irgendwas damit zu tun hatten. Oh mein Gott, okay. Immun gegen die meisten Schadensarten. Verwundbar durch Salven von Pflanzen und Todesmagie. Ah, genau. Wir müssen, glaube ich, die Würmer töten. Komm mit, Junge. Los, komm hierher. Komm doch zu mir, bitte. Hello, ich bin hier. Komm jetzt, los, komm mit mir. Und dann machen diese Viechchen eigentlich den Rest. Genau, jetzt hat er schon 70% und wir müssen zum nächsten gehen. Okay, das hat auch geklappt. Erst Verteidigung, dann Angriff. Den haben wir auch. Okay, 35% hat er schon. Los, komm mit. Komm zu Mama. Los. Komm mit mir. Zu den hässlichen Würmern, die mich gleich killen. Okay, das war jetzt zu viel. Komm, Babo. Oh, jetzt hat er sich voll geheilt. Will er mich verarschen? Komm. Los. Hier zu mir. Raus da, genau. So, das haben wir auf jeden Fall. Das war schon mal sehr gut. Los, komm hierher. Die haben wir. Geh weg von mir. Gut, wir rennen jetzt erstmal nach hinten ans Ende der Plattform, sage ich jetzt mal. Ja, guck, hier sind die ganzen Ranken von Mordremus. Okay, haben wir wieder. Dann komm zum nächsten, bitte. Okay. Wie viel hat er? Aufgeladen. 35%. Oh, der ist so schnell. Wieso ist denn der so verdammt schnell, der Typ? Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Los, schnell. Stein und Bein. Okay, 20%. Aufgeladen. Okay. Haben wir geschafft? Ja, mega cool. Nice. Okay. Haben wir geschafft. Okay. Also war nicht so schwer. Habe ich auch mit dem Ele hingekriegt. Für Taimi haben wir das Teil auf jeden Fall gefunden. Mega cool. Haben wir wieder ein Teil gefunden. Nice. Läuft doch gut. Läuft doch gut. Was haben wir hier? Beutetaschen. Okay. Wir machen mal hier ganz kurz die Taschen ein bisschen. Also man sieht, man kriegt doch echt einiges. Ob es jetzt relativ wertvoll ist, ist jetzt die andere Sache. Aber man kriegt schon einiges an Loot. So, was müssen wir machen? Kehrt zur tiefsten Betrübnis zurück und sprecht mit tiefem Wasser. Okay. Unser Kodan-Freund ist ganz oben. Und zwar hier. Hallo Leutchen, wie geht's? Wie steht's? So, zack. Drachentöterin. Ich bin erfreut, dass ihr euren Ausflug in unsere herrliche Landschaft überlebt habt. Eine Zeit lang lief es etwas zäh, aber ich habe es geschafft. Allerdings bringe ich leider schlechte Neuigkeiten. Puh, Qui-Gon wusste es. Ihr habt die verschwundenen Herdenkameraden gefunden. Ich fürchte schon. Es gab keine Überlebenden. Das ist sehr traurig.
Danke, dass ihr gekommen seid, um es uns zu sagen. Gerne doch, gerne doch. Neuigkeiten über euren verschwundenen Freund. Oh ja, wo ist er denn? Auch schlimmer. Was? Die Svanier sind hinter ihm her. Sie haben einen Bauern gefoltert, um zu erfahren, wohin er ging. Oh nein. Die Svanier, die euch wehgetan haben. Was haben sie gesagt? Der Hexer war böse. Wollte wissen, ob Qui-Gon einen großen Norn gesehen hat. Ohne Haare, wie Qui-Gon. Okay. Er zwang Qui-Gon, ihm zu sagen, wohin der Norn ging. Qui-Gon wollte nicht. Aber sterben wollte Qui-Gon noch weniger. Alles gut. Hat er gesagt, warum er Braham suchte? Ja, viele Male. Er war wütend, weil er denkt, der Norn war verfeindet und hat die Svanier überlistet. Wegen eines Rezepts für ein Elixier. Verkleidet und überlistet. Oh je. Ich werde Taimi die Probe per Kurier schicken. Ich muss Braham finden. Genau. Er war unterwegs zu einer Höhle im Südwesten. Vielleicht könntet ihr den Svanier-Spuren folgen. Das machen wir. Das klingt gut. So, wir müssen Rox und Braham aufspüren. Und zwar haben wir hier unsere Wegmarke und unsere Instanz. Und schauen mal, wo es jetzt lang geht. Zack. Genau, ich meine auch, gerade wenn man sich an die Sammlung macht für das legendäre Amulett, das Ornand des prismatischen Champions, hat man hier auch diesen Teil, den man nochmal spielen muss. Heißt, man sollte schon gucken, dass man mit einem Charakter vielleicht ein paar legendäre Sammlungen macht, wo man die Story schon mal durch hat, weil dann kann man sich einiges an Story sparen, wenn man nicht alles spielen möchte. Wenn man das möchte, hier überhaupt kein Thema. Wir hatten es mit Charakteren dann gemacht, wo man dann, ja, einen Teil der Story einfach schon hat und dann nur in dieses Kapitel springen muss. Wo denn? Oh nein. Ihre Spuren zu verwischen. Braham! Optisch gefunden. Warte, wir kommen. Wir sind unterwegs. Kurzen Moment. Kommandeur, sucht euch was Nettes aus. Ist genug für alle da. Jo, die machen vor den Schaden. Ja, klar. Keine Sekunde im Fight und zack, umgeflogen. Okay. Ah, sie sind wieder. Ich bin wieder da. Okay. Piu. Piu. Fliegt mal durch die Gegend. Und lasst meine Freunde in Ruhe. Aufgeladen. Ja, klar. Das nervt mich, wenn das da jetzt so rumwatschelt. So. Bleib doch hier. Wo willst es du denn noch hin? Nicht noch nicht? Aber hier ist es vorbei, ne? Hallo, Gab. Hallo, Braham. Jetzt hat er aber die andere Stimme wieder. Ja, wo kommen die denn alle her? Ja, klar. Was wir machen werden, wenn wir komplett alle Storyteile mal durchgespielt haben, von allen Erweiterungen, allen Staffeln, gucken wir mal, wie oft wir insgesamt mit Soraya umgekommen sind. Ich glaube, das wird einer der neuen Rekorde, aber ich verliere trotzdem nicht die Hoffnung und nicht den Mut. Es dauert zwar ein bisschen länger. Oh nein. So, war es das jetzt oder kommt da noch ein Schwung? Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Wollte. Hallo, Gab, Schatzilein, hallo. Ich habe euch dauernd einen Dieb genannt. Ich fürchte, das ist meine Schuld. Ich musste mich als Svanier ausgeben, um an ihr Rezept für das Schmelzelixier zu kommen. Aus irgendeinem Grund haben sie mich für euch gehalten. Ihr musstet Na, jetzt ist es ja vorbei. Ne Brand. Rox und ich müssen weiter. Also dann mal los. Klar, ja, logisch. Begleitet Braham tief in die Höhle hinein. Okay, das machen wir doch. Schön, euch zu sehen. Wie läuft die Jagd nach der Schriftrolle? Bin fast durch damit. Oder vielleicht auch erst am frustrierenden Anfang. Wenn sie nicht in diesen Höhlen ist, war alles falsch, was ich weiß. Und ich fange wieder von vorne an. Hat Tammy meinen Brief bekommen? Ja. Na, deswegen seid ihr vermutlich hier. Hat sie. Sie war ziemlich überrascht, als sie erfuhr, dass... Wie viel wisst ihr über das, was sich da tut? Mit Jormark? Sehr viel. Ich glaube, der weiß sogar mehr als Nein, alle anderen, also zumindest gerade wir. Primordus ist auch aktiv. Schon gehört. Diese Drachen werden nicht ruhen, bis wir zu Staub zerfallen sind. Naja, Taimi hat einen Plan.
Ich auch. Ich finde einen Weg, alle Drachen umzubringen, oder ich gebe dem Versuch drauf. Nein, das nein. Das ist etwas übertrieben. Sag kommt das jetzt noch hier die mal, nächste Runde? Euch die Mutter genommen hat. Feier, sei mir zu Dienst. Ist da vorne was, Junge? Klingt wie andere Wölfe. Oh, Wölfe kommen. Wölfe, da sind sie. Wehe, greift Garmann. Wehe. Oh, jetzt gibt es hier voll die Schlagkrater. Das war ein Knaller. Dahin kommt die nächste Runde. Aufgeladen. Ja, wie sie sich alle nur auf mich stürzen. Ich wollte es gerade sagen, wieso tut sich hier nichts im Spiel? Irgendwie hat das Spiel gerade gehangen. Ja, raus, raus, raus. Ich darf mich nicht vor diesen Dingen treffen lassen, weil bei meinem Glück bin ich dann direkt wieder tot. So. Wo kommen die nächsten? Stimmt, von rechts, ja, genau da. So, dahin sind die nächsten. Ja, das sind aber jetzt riesige Wölfe. Okay, jetzt hängt's wieder. Was ist jetzt hier los? Oh ja, klar, genau. Erst hängt's und dann puff, tot. Ja, klar. Wollt ihr mich ein bisschen verkackeiern? Kann mich jemand bitte wiederbeleben? Dankeschön. Ey, was ist denn hier mit dem WLAN heute los? Oder mit dem Spiel? So, wir haben jetzt die dritte Phase, wo die Wölfe kamen. Sie kamen von rechts, von links und jetzt wieder von rechts. Ich weiß nicht, wie viele noch kamen. Aber wie ich eben vorhin gesagt hatte, ich bin volle Kanne aus dem Spiel rausgeschmissen worden. Der Server-Client war irgendwie nicht erreichbar. Das war, ja, ist halt so, passiert halt zwischendurch manchmal. Bei Sims ist es bei mir auch, da fliege ich einfach so aus dem Spiel raus. Und wenn ich Pech habe, wird es nicht gespeichert. Heißt, alles, was bisher war, ist dann weg. Und das ist immer schön bei Guild Wars, das passiert nämlich nicht. Der speichert alle paar Sekunden, alle paar Minuten automatisch. Boah, aber geh doch mal weg von mir. Vor allem wuselt alles hinter mir rum. Schön von hinten in den Rücken. Das ist geil. Ehrlich. So, da haben wir noch einen. Ziemlich unfreundliche Begrüßung für einen Wolfskameraden. Was? Okay, haben wir. Ja, Garm, ne? Deine Kumpanen haben uns angegriffen. Geht ja gar nicht. Die Drachen sind also nicht die einzige Bedrohung. Lazarus, ein Mossad, ist wieder da. Scheint sich verändert zu haben, aber... Man weiß ja nie, ne? Und dieser Minister der Menschen, Caudecus, ist aus der Schutzhaft geflohen und hat sich als Anführer des Weißen Mantels entpuppt. Derzeit ist er abgetaucht. Kanach sagt, es sieht so aus, als sei er unterwegs zu den Yantir-Inseln. Mhm. Klingt wie ein Haufen trivialer Menschenprobleme, die mir am allerwertesten vorbeigehen. Ganz schön dunkel hier. Wird Zeit, dass ach, wir ein paar Fackeln auftreiben. Pessimistisch, bitte. Und einen Weg aus der Höhle finden. Bin mal gespannt. Ich meine, wir haben jetzt warum hier ist der Boden klebrig? Bei der nächsten Höhle, ne, hier, ah, genau, wir haben jetzt erst die Spinneneier noch und dann haben wir in der nächsten Höhle, glaube ich, nochmal den Endboss des Kapitels, meine ich, von dem Pfad jetzt, wo wir hier sind. Das sind lauter Eier. Was macht Rox? Nehmt's ihm nicht übel, Kommandeur. Wir haben einen heftigen Überfall hinter uns. Diese Eier überall. Gibt es ein Itzi-Spitzi-Strünne? Egal. Frostbeißer ist schon voller Spinnweben. Wir haben ihren Alarm ausgelöst. Jetzt kommt bestimmt so eine Riesenspinne. Ah ne, die Kleine. Okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Ich dachte schon, jetzt kommt hier die Riesenspinnenmutter aller Spinnenmamas. Mich bringt nichts zu Fall. Feuer, sei mir zu Diensten. Aufgeladen.
Ey, wie viele Spinnis kommen da denn, ey? Ist ja Wahnsinn. Wow, mein Leben. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ja, was dann? Ha, du Motzi-Potzi. Was ist denn los mit dem Motzi? Hm? Betty ist gut drauf. Na? Nicht genug Energie. Überflutet. Ja, die sind echt hartnäckig, die Spinnis da, ey. Zum Glück sehen die nicht so hässlich aus. Ja, jetzt kommen die richtigen, habe ich den Eindruck erst. Ja, scheiße. Kann mich jemand aufsammeln, bitte? Danke. Komm, Frostbeißer, wir schaffen das zusammen. Schnell. Noch einmal, komm schnell. Ah, die kotzen einen an zwischendurch. Deshalb habe ich mein Leben so schnell verloren. Ich brauche noch einen Augenblick. Genau, kick sie durch die Gegend. Das war die letzte. Okay. Sieht aus, als kämen wir da durch, wenn wir das Netzwerk bekommen. Dann gucken wir mal. Heiß. Das war's. Beeilen wir uns, sonst tauchen noch mehr Spinnen auf. Ja, ich brauche keine weiteren Spinnis. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir haben eine neue Gilde gegründet. Wäre toll, euch dabei zu haben. Keine Lust gehabt, der Klinge des Schicksals beizutreten und ihr Erbe weiterzuführen, was? Whitlock hat gesagt, ich dachte, es würde vielleicht respektlos wirken. Genau. Respektlos? Mutters und Snuffs Andenken aufrechtzuerhalten? Wir haben wohl unterschiedliche Ansichten, was Respekt betrifft. Okay. Tut mir leid. Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Schon gut, Kommandeur. Vielleicht ist es meine Aufgabe, es aufrechtzuerhalten. Noch etwas, das zu meinen Pflichten gehört. Jetzt, da ich wieder zu Hause bin. Rayham? Diese Schriftrolle findet sich nicht von selbst. Gehen wir. Vorsicht! Hinterhalt! Ei, caramba. Schnell. Kalte Kraft. Wo ist noch einer? So, waren das alle? Nee, da kommen das bestimmt war die noch welche. Erste ah, doch, okay. Kommen doch noch. Diese okay. Dinger, die Schriftrolle bewachen, hatte ich gehört. Ich wusste, das war richtig. Vielleicht werden wir ja in der nächsten Kammer fündig, wenn wir durch die Eiswand kommen. Vielleicht passt Frostbeißer ja durch den Spalt. Oder auch Und nicht. Dann gibt's ja noch Brahams Methode. Gehen wir. Was. Was ist das denn? Holt Braham ein. Sie ist hier. Wer? Braham, das schafft ihr nie. Wartet doch mal. Da kommt jetzt bestimmt so ein Vieh. Ich weiß. Nehme das mal hier. Danke. Man muss Braham, da irgendwas wieder mitmachen. Rox! Braham! Sie ist steif gefroren. Geht diesem Ding aus dem Weg. Hui. Die Bestie besiegen in weniger als 5 Minuten. Ei, mein Gott. So, jetzt ist die aber hier hinten bei den Teilen. Ich meine wieder, dass wir hier an dank der Dinger hier, die kaputt... Oh, ich werde hier durch die Gegend geschubst wie sonst was. Ja, ich weiß. Ich komme hier nur nicht weg, Braham. Es tut mir leid. Ich bin hier ein bisschen schwer zu Fuß unterwegs. Ich glaube, wir müssen alle diese Steine kaputt machen. Macht
Und wenn diese Viechen alle kaputt sind, ich meine, dann konnten wir den angreifen. Aber wir kriegen den in 5 Minuten nicht kaputt. Das kann man wahrscheinlich gut machen, wenn man in einer guten Gruppe irgendwie ist. Erst Verteidigung, dann Angriff. Die Luft ist mein Element. Den haben wir auch. Vermutlich kann ich das Gefrieren überwinden, weil ich das Elixier habe. Aber ja. Das war's noch nicht. Da ist sie. Los. Hab sie. Und jetzt? Die Schriftrolle. Es hat gestimmt. Dem Wolf sei Dank, es ist wahr. Ja, und jetzt? Wo rennt Praham denn hin? Wieso lässt sie uns hier ganz alleine? Und in diesem Bogen. Los jetzt. Keine Kühle wird sein Licht löschen. War's das? Hat es funktioniert? Nur einen Weg, das rauszufinden. Stein und Bein! Bumm! Hat es geklappt? Ja, dann los, Praham. Hau drauf. Können wir ihn jetzt besiegen? Wir haben ihn. Oh mein Gott. Okay, wir haben ihn. Was ist passiert? Ihr wart eingefroren. Ich war eingefroren? Ach, Rox war eingefroren. Es war wie ein Traum. Ich war am Strand. Man sollte meinen, es wäre ganz anders. Wir sind froh, dass ihr wieder da seid. Haben wir die Schriftrolle? Ja. Haben wir, Rox. Danke. Und nun? Sie ähnelt der Schriftrolle, die Aske hier bei seinem großen Sieg verwendet hat. Also probiere ich den Bogen jetzt an dem Zahn in der großen Halle aus. Okay. Wenn ich ihn beschädige, trommle ich die Norn zusammen und wir machen Jormag den Gar aus. Braham, das schafft ihr nie. Wartet doch mal. Ein direkter Angriff der sieht schön aus. Bringt eine Menge Leben in Gefahr. Möglicherweise nicht die beste Idee. Das kann euch der Pakt sicher bestätigen. Das stimmt. Der Pakt, den ihr kommandiert habt. Hört mal, Jormag ist mein Problem. Und ich löse es auf meine Weise. Mit oder ohne euch. Jormag ist nicht nur euer... Seht, was mit Rox passiert ist, weil ihr losgerannt seid und irgendwo draufgehauen habt. Das stimmt. Oh, ich vergaß, dass eure durchkalkulierten Pläne mal bestens funktionieren. So wie euch als Swani auszugeben, um an den Trank zu kommen. Schon gut, schon gut. Können wir irgendwas tun? Taimi meint, es gäbe einen Weg, Primordus und Jormag gegeneinander kämpfen zu lassen, ohne ein einziges Schwert zu erheben. Taimi meint, hä? Wenn der Zahn splittert, wissen wir es genau. Oh, wissen wir was genau? Dass oh, Bram. Also dürft nur ihr entscheiden, wann wir einen Drachen töten? Nur ihr dürft sie erledigen? Das sage ich doch gar nicht. Nun, no, dann überlegt euch, was ihr sagt, denn so hört es sich an. Ich bitte euch nur abzuwarten. Vielleicht nur ein paar Tage. Schauen wir, ob Taimi das hinbekommt. Dann müsste niemand sein Leben riskieren. Jeden Augenblick, den wir abwarten, stirbt noch jemandes Mutter. Ich gebe Jormag keine paar Tage mehr. Jormag kriegt nicht mal ein paar Minuten. Ich bin mit der Legende vom Zahn aufgewachsen, aber ich war auch unterwegs und habe mich 2 von den Dingern gestellt. Einmal mit euch. Das stimmt. Die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ihr glaubt also, das tue ich. Ja. Wisst ihr was, Kommandeur? Ist von Emotionen getrieben. Ich bin froh, dass ihr euch nicht der Klinge des Schicksals angeschlossen habt. Meine Mutter hätte euch dort nicht gewollt. Ich gehe zurück nach Holbrak. Garm, bei Fuß. Garm. Also... Nach euch. Auf mich hat er im Moment wahrhaftig wenig Lust. Glaubt ihr denn, er schafft das? Ich hoffe, kühlere Köpfe werden obsiegen. Er muss doch sehen, dass es so nicht geht. Würde man meinen, oder? Aber jetzt wird's spannend. Hat er recht oder hat er nicht recht? Er hat recht. Okay, wir haben's abgeschlossen. Wir haben's geschafft. Okay. Wir haben sogar das 3. große Kapitel abgeschlossen und gehen dann der Kopf der Schlange in
aber in der nächsten Folge dann an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz hier raus. So, dann hoffe ich sehr, dass es euch soweit gefallen hat. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr liked, abonniert oder kommentiert, dass ich euch ganz herzlich willkommen heißen kann in der Community. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.